Wir gehen jetzt zur Hochzeit, wir gehen jetzt zur Hochzeit. Tralalala, wir gehen jetzt zur Hochzeit. Aber wir waren noch gar nicht hier. Ich gehe nochmal in die anderen Areale, um zu gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Ich bin nicht zum Plaudern aufgelegt. Nö. Oh, Simon, wir müssen dir danken. Die liebe Großmutter hat uns erzählt, dass du den Jäger geholt hast, damit er unsere kleine Lea aus dem Bauch des Wolfes befreit. Richtig, und natürlich auch meine Mutter. Ach ja, die hatte ich ganz vergessen. Ich rede besser nicht mit ihr. Sie hat bestimmt wieder irgendeine Arbeit, die sie mir aufs Auge drücken möchte. Und er? Vielen Dank nochmal, Simon. Ich schulde dir was. Keine Sorge, ich werde es mir merken. Okay, das war jetzt nicht so spektakulär. Dann gehen wir mal zur Burg. Stehen bleiben! Unbefugte haben keinen Zutritt! Das habe ich auch schon beim ersten Mal verstanden. Okay, was muss ich tun, um in die Burg reinzukommen? Kein Zutritt für niemand! Keine Ausnahmen! Kein Einlass gegen kleine Morgengaben! Kapiert? Verflixt noch eins! Hier komme ich nicht rein! Was zum Geier ist hier los? Aber ich hab doch... Nein, das geht nicht. Aber ich hab doch gewonnen! Geheimeingang? Nichts da! Zutritt verboten! Schau dir mal diese hübsche Goldmedaille an. Na, darf ich rein oder nicht? Oh, der Wettkampfsieger. Ich begrüße den Champion. Tretet ein, geschwind. Es erwartet euch der... Moment eben, ich muss mich erstmal sammeln und tief Luft holen. Großartige, weise, gütige, majestätische, gottgleiche Kalaba, König der Könige, Herrscher der Titanen, Retter der Welt und Vernichter des Bösen, Bezwinger des teuflischen Simons und des nicht minder bösen Dubels, Bestrafer der Königsmörder und daher rechtmäßiger Erbe von Terzero dem Vierten. Königsmörder? Du meinst, er hat sich selbst? Aber lassen wir das. Ich gehe da mal rein und schaue nach dem Rechten. Okay, was gibt's denn da? Kistenstapel, Haus des Kämmerers, Thronsaal. Okay, ich brauche, glaube ich, den Doppelgänger noch. So, du kommst auch noch dahin. Okay, jetzt habe ich beide. Und dann gehe ich mal mit Simon in den Thronsaal. Was für ein großer Tag. Heute wirst du meine Frau, liebster Alex. Nein, was für zwei prachtvolle große... Nimm deine Finger weg, du Scheusal. Weiter in den Saal hinein gehe ich erst, wenn ich einen vernünftigen Plan habe. Ich habe keine Lust, dass Kalaba mich nochmal umlegt. Oh, weiter sollte ich nicht in den Thronsaal hineingehen. Zumindest nicht ohne einen wasserdichten Plan. Oh. Unruhe, ich Stifter. Ich Simon. Okay, wie komme ich hier wieder raus? In den Burghof, so. Okay, was mache ich jetzt? Weiter in den Saal hinein gehe ich erst, wenn ich einen vernünftigen Plan habe. Ich habe keine Lust, dass Kalaba mich nochmal umlegt. Oh, da liegt eine Goldmedaille. Das kann ich bestimmt noch gebrauchen. Meins! Schließlich bin ich hier der Champion! Meins! Schließlich bin ich hier der Champion! Okay, die sind identisch. Gut.
Was jetzt? Was jetzt? Okay, jetzt hab ich den Instant-König. Weiter in den Saal hinein gehe ich erst, wenn ich einen vernünftigen Plan habe. Ich habe keine Lust, dass Kalaber mich nochmal umlegt. Festtafel, Festtafel, Kalabers Kelch. Ich bin nicht zum Plaudern aufgelegt. Weiter in den... Okay. Aus des Kämmerers, gibt's da irgendwas? Hier wohnt und wirkt also Kalaber, die alte Kröte. Oh, was kann ich mit dem Kistenstapel machen? Ich gehe erstmal in Deckung. Vielleicht ist mein blöder Doppelgänger ja so frei und lockt Kalaber aus dem Thronsaal. Dann könnte ich dort hineinschlüpfen. Mein Doppelgänger hat sich platziert. Ich könnte nun hineingehen und Kalaber herauslocken. Andererseits, das ist nicht sehr löblich, wenn ich einfach so ohne Voranmeldung in den Thronsaal hineingehe. König ist schließlich König. Ich müsste zuerst um eine Audienz ersuchen. Genau, geh doch einfach mal rein und frag nach, wann du kommen kannst. Genau, so machen wir's. Oh, wie dämlich. Was für ein Simpel. Nun lach doch endlich mal. Was sollen die Leute denken, wenn ihre Königin andauernd plärrt? Kennst du schon diesen herrlichen Witz mit dem Barkeeper und der Nonne? Ja, kenn ich. Der ist saublöd. Und dein Sinn für Humor ist einfach unterentwickelt. Ich werde... Nichts wirst du, Erzschurke. Lass Alex in Ruhe. Simon... Wie kommst du hierher? Ich habe dich doch zu Asche zerblasen. Kalaber, die Stunde der Sühne ist gekommen. Du bist ein Schurke, ein Betrüger, ein Mörder. Ja, vor 17 Jahren bist du sogar einmal wegen falschen Parkens verhaftet worden. Ja, aber das war ein Versehen. Nee. Ich habe im Dunkeln das Halteverbotsschild nicht gesehen. Die Zeit für dumme Ausreden ist vorbei. Gestehe und bereue. Einen Dreck werde ich tun. Na warte, dir drehe ich eigenhändig den Hals um, du undankbarer Möchtegern-Held. Und jetzt? Jetzt Simon, du bist es. Ich habe immer gewusst, dass du mich retten wirst. Ich habe geahnt, dass dein Tod nicht wirklich endgültig sein würde. Da warst du dir sicher? Aber ja, ich habe immer an dich geglaubt, immer. Als du den falschen Simon gestellt hast... Hast du mich ziemlich zur Schnecke gemacht. Aber schwamm drüber, ich rette dich ja schon. Nur solltest du... Hoppla, du bist ja der Simon. Der andere Simon hat vorhin Kalaber rausgelockt. Kannst du dir vorstellen, was für ein Gefühl es ist, ein solches Scheusal heiraten zu müssen? Er ist einfach widerwärtig. Er starrt mir immerzu auf die... Das mag ja alles stimmen, aber wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone, Alex. Okay, Instantpulver mit Kelch. Was hast du gerade gemacht? Das ist etwas schwer zu erklären. Eigentlich habe ich den König in Instantform in Kalabers Mineralwasser geschüttet. Wir haben leider keine andere Möglichkeit gefunden, den König in die Burg zu schmuggeln. Seine Majestät müsste also gleich hier erscheinen. Mineralwasser? Hast du denn nicht mal an dem Krug gerochen? Er ist mit Wein gefüllt. Und wer kommt eigentlich auf solche irrsinnigen Ideen? Was ist hier eigentlich los? Na und wenn schon, Flüssigkeit ist Flüssigkeit. Komm schon, König, lass dich nicht zu lange bitten, sonst erscheinst du nachher betrunken. Das Instantpulver funktioniert aber nicht so einfach mit Alkohol. Entweder die Reaktion kommt später oder vielleicht sogar gar nicht. Simon, was hast du nur wieder angestellt? Das verkompliziert die Lage ein klitzekleines bisschen.
Wie ging noch Plan B, wenn Kalaba frühzeitig zurückkommt? Hatte ich überhaupt einen? Oh. Ich hoffe, es fällt dir schnell was ein. Da kommt er schon. Hey, da ist ja noch einer von der Sorte. Ich hätte mir denken können, dass sie euch beide selbst bei den Toten nicht haben wollen. Aber davon lasse ich mir die Hochzeit nicht verderben. Wache, pack den Kerl. So, jetzt werde ich das Problem Simon ein für alle Mal lösen. Ihr gebt jetzt die einzigen Gäste für meine Hochzeit ab. Welche Ehre für euch. Später sorgt ihr dann vielleicht noch für etwas öffentliche Belustigung am Pranger. Ich hatte doch noch irgendwo diesen Zauberstab. Er wird doch hoffentlich nicht... Ah, da ist er ja, mein Einwegzauberstab. Hokus, Pokus und der ganze Kram. Das wäre dann wohl erledigt. Jetzt ist alles, alles verloren. Und ich muss mit diesem Scheusal verheiratet sein. Aber, meine Teuerste, du wirst dich schon an mich gewöhnen. Außerdem wirst du dich sicher prächtig mit meinen weiteren Nebenfrauen verstehen, wenn ich erst meinen Harem gegründet habe. Das ist ja noch widerlicher, als ich dachte. Viel Weiberei ist einfach barbarisch. Alles eine Frage der Perspektive, meine Teuerste. Männer brauchen eben manchmal ein bisschen Abwechslung. Da wirst du doch nicht missgünstig sein, hm? Prost. Kalaba, trink das nicht! Bitte nicht! Warum denn nicht? Ist es vergiftet? Oder habt ihr den alten König in Instantform darin aufgelöst? Genau. Was für eine dumme Ausrede. Ich will mal nicht so sein. Und dich nicht für diese unverschämte Unterbrechung töten lassen. Es bräche Alex sicher das Herz. Und ich habe Besseres zu tun, als mir den ganzen Tag die Geheule anzuhören. Außerdem stehst du wenig später ja doch wieder auf der Matte. Also, auf meine Hochzeit und eure ewige Gefangenschaft. Eine willkommene Stärkung. So, werter Allzweckbeamter, schreiten wir zur Vermählung. Ich kann es gar nicht erwarten, diese holde Maid in mein Gemach zu führen. Bitte fass dich kurz. Ich kann es nicht ertragen, jemand anderen als mich selbst reden zu hören. So sei es, verehrter König. Willst du, Alix, den hier anwesenden Kalaba zu deinem Mann nehmen, ihn lieben und ehren, seine wilden Affären dulden, seine dreckigen Socken waschen, ihm gehorchen und vor ihm im Staub kriechen, wenn er es dir befiehlt? So antworte mit Ja. Niemals! Du hast offensichtlich die hungrigen Krokodile vergessen. Was ist mit denen? Ach, nichts Besonderes. Die werden diese beiden missratenen Zwillinge anknabbern, wenn du bei deinem Nein bleibst. Das ist gemein. Ich kann doch die beiden Simons nicht im Stich lassen. Oh nein, was mache ich nur? Was mache ich nur? Sag ja. Irgendwie werden wir diesen Putschisten schon los. Ich habe wohl keine Wahl. Also gut, für meine Freunde tue ich es. Ja, ich will Kalaba heiraten. Aber seine Socken wäscht er selbst. Und du, hochwohlgeborener Kalaba, willst du die hier anwesende Alix völlig unverbindlich für einige Wochen testweise zur Frau nehmen, sie nicht allzu schlimm misshandeln, zumindest solange sie sich nicht wehrt, und ihre Zuneigung mit billigen Geschenken erkaufen? So antworte mit Ja. Das klingt doch verlockend. Also ich sage... Was geschieht mit mir? Hurra, mein König ist zurück. Wir sind alle gerettet. König? Sage er irgendwas, damit wir wissen, dass er in Ordnung ist. Ich soll diese junge Maid hier heiraten? Das ist eine hervorragende Idee. Finger weg, alter Mann. Dann ist es jetzt also soweit. Du musst wieder heim, Simon. Ja, leider. Es wird auch langsam Zeit. Ich muss bestimmt noch irgendetwas lernen. Zumindest theoretisch. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mal wieder den Tag retten konnte. Ich gebe gerne zu, dass du dich etwas gebessert hast. Bei der Ermordung des Königs hast du dich zwar blamiert, aber du hast alles wieder ausgeglichen. Natürlich war es viel zu riskant, wie du den König zurückgebracht hast.
No risk, no fun. No risk, no fun. Das erinnert mich an den unsensiblen Trampel von früher. Genau, ein unsensibler Trampel, aber unwiderstehlich. Ach, Simon, wie kann jemand nur so von sich selbst überzeugt sein? Und doch bist du wieder genau der Simon, in den ich mich damals verliebt hatte. Rechthaberisch, verbohrt, selbstsüchtig. Unordentlich. Übertreib mal nicht. Und trotz allem sehr liebenswert. Musst du denn wirklich gehen? Leider ja. Mein Platz ist in der wirklichen Welt. Ihr versteht, wie ich das meine. Dort gefällt das mir auch nicht immer, aber trotzdem muss ich wohl zurück. Hör auf zu jammern. Denk nur an mich. Ich muss nun ohne Alix klarkommen. Und es hat nicht mal Sinn, wenn ich mich ändern wollte, damit sie mich zurücknimmt. Ich bin eben, wie ich bin. Ich werde ihre Liebesbriefe immer in Klarsichthüllen abheften. Ich kann nicht anders. Dieses Schicksal muss ich tapfer ertragen. Hör zu, Doppelgänger. Wehe, du erzählst das jemandem. Aber irgendwie wirst du mir sogar fehlen, glaube ich. Na gut, dann will ich mal. Die Normalität und der Alltagstrott warten. Au, Mann. Wie herrlich für dich. Das ist nicht normal, Doppelgänger. Geh zum Arzt. Ach, Simon, ich wünsche dir alles Gute in deiner Welt. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Lass dich umarmen. Oh je, ich bin ja tot. Das hatte ich irgendwie vergessen. Irgendwie habe ich gar keine Lust, wieder zurückzureisen. Oh, Simon, was hast du getan? Wer hat was getan? Simon hat Simon in den Schrank gestoßen und er reist jetzt durch die Dimensionen. Simon? Aber Simon ist doch hier. Wo ist denn der Schrank? Ich erinnere mich genau, dass hier eben noch ein Schrank stand. Hier gehen seltsame Dinge vor sich. Das muss ich sofort unter die Lupe nehmen. Und dafür hast du mich jetzt zurück. Den einzigen, echten, wahren, supergenialen, über alle Maßen charmanten... Und nervigen Simon. Das Ende. Zu den Credits, okay. Hä? Was soll das? Die Dämonen haben doch gesagt, dass nach den Credits noch was passiert. Aber da ist nichts. Oh, Leute. Naja. Okay, das war dann Simon the Sorcerer. Chaos ist das halbe Leben. Der vierte Teil von Simon. Der irgendwie inoffizielle, offizielle vierte Teil, weil hinter dem Teil stecken die Deutschen und nicht wie eigentlich Simon Woodruff, der Erfinder von Simon. Und ich fand, das hat man auch gemerkt, weil irgendwie der Humor kam nicht ganz so gut rüber wie im Original. Was auch daran lag, dass die Dialoge irgendwie gegen Ende zu, hatte ich das Gefühl, das hat mich alles ein bisschen erinnert an diese alten Bibi Blocksberg-Hörspiele, weil auf jeden Witz gab es immer zwangsweise eine viel zu lange Reaktion. Anstatt einfach mal ein bisschen chaotischeren, unvorhersehbareren Humor zu verwenden, war das alles so... Ich fand das Spiel okay. Ich würde eine 3 geben oder vielleicht sogar eine 2-. Das Problem ist halt echt, dass... Es war nicht wirklich lustig. Na, okay. Das war's dann. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und denkt immer daran, ich liebe euch. Ciao!